Hey ho und willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit dem Hause von Hohenzollern. Und nun, hier haben wir sie einmal alle versammelt, die mächtigsten lebenden Personen aus diesem Hause. Wir haben natürlich einmal den König selbst, ja, Siegfried von Hohenzollern und dazu noch einige andere. Hi Manu übrigens, schön, dass du reinguckst. Und natürlich ganz viele andere Herzöge, unter anderem auch den Anführer des Teutonischen Ordens, den Herzog von den Pomerellen, Herzog Heinrich von Schwaben und auch der Herzog von Jülich sind mit dabei. Können auch hier mal kurz in die Geschichte reingucken, es ist einiges geschehen. Unter anderem hat man Prinz Wenzel von Lothringen besiegen können und ihm so sein Königreich entreißen können. Das war der letzte große Erfolg in den vergangenen Folgen. Und ja, Siegfried, eine lüsterne, sprunghafte und paranoide Person, hat sich hier nun endlich absetzen können. Und hey ho, ja. Und hat hier das Königreich an sich reißen können. Nun, er hat dadurch natürlich auch einige Feinde, unter anderem auch nach wie vor Kaiser Gerhard, dessen Vater man doch auf brutale Art und Weise hat hinrichten lassen nach langwierigen Folterungen, hat Dietmar, der eigene Vater, ihn im Kerker quasi sterben lassen. Und auf einmal wird hier Kaiser Gerhard, wird ein landloser Gerhard auf einmal Kaiser vom Heiligen Römischen Reich, unser Vorgesetzter, und entzieht unseren Bruder die Grafschaft von Aachen, die man sich sehr, sehr teuer hat erkaufen müssen, mit viel Blut und Schweiß. Genau, in der letzten Folge ging es nochmal ganz, ganz viel darum, was steht jetzt an im Sinne von, man besitzt jetzt einen Königshof und muss hier ein paar Dinge regeln. Man hat ihn mal ordentlich eingekleidet im Königshof und muss hier auch immer mal schauen, wer hier zu Gast ist. Man hat einige Bündnisse verstärken können und eine sehr starke außenpolitische Situation. Und ganz am Ende der Folge ist Siegfried, ja, nicht nur vernarbt, sondern jetzt auch mittlerweile mit 45 Jahren ja komplett ohne Haare. Das ist auch mal ein Ding. Und er tötete König Viktor II. Von Lothringen, um eben dieses Komplott gegen den kleinen Jungen, ja, von Lothringen durchführen zu können. Wir schauen ein bisschen weiter. Es gibt nach wie vor ein bisschen Spannungen mit dem Bruder Heinrich aus Schwaben und wir bekommen die allererste Nachricht. Seid gegrüßt, mein bescheidener Lehnsherr. Ihr und euer Haus mögen gesegnet sein. Ich war euch immer ein treuer Vasall, doch ihr versteht sicher, dass ich eigene Untertanen habe. Meine derzeitige Bande sind äußerst streng. Ihr seid doch sicher klug genug, um zu erkennen, dass es weise wäre, ein wenig milder zu sein. Außerdem schuldet ihr mir etwas. Genau, der Herzog Matthias von Bar hat uns in diesem Krieg unter die Arme gegriffen, Lothringen zu erobern in dem Hause, für das Hause von Hohenzollern. Und er fordert jetzt nun als Wiedergutmachung, dass er Vasallenbande haben, geschütztes Titelaberkennungsrecht, man kann ihn keinen Titel mehr aberkennen. Und ja, man darf gegen ihn erstmal nicht weiter verhandeln, was eben diese Rechte von Vasallen betreffen. Wir können es hier mal angucken. Aktuell zahlt er niedrige Aufgebote und man kann ihn, Kriegserklärungsrecht besitzt er und Titelaberkennungsrecht. Er hat drei Dinge auf einmal gefordert, das ist ja frech. Wenn ich das machen würde, würde das Spiel einfach sagen, nö, das geht nicht. Naja, so sei es. Er hat uns unterstützt und wir sind ihm auf jeden Fall dankbar dafür. Haben auch eine gute Meinung gegenseitig voneinander, also plus 9 ist jetzt nicht der Rede wert, aber er von uns und manche Leute, unter anderem so ein Gunzolong von Lothringen, scheint hier von der Ausbildung zu profitieren. Wir bekommen Diplomatenhöfling. Genau. Ein weiterer Trade, den nun alle bekommen können, da man ein Königreich hält, sind diese hier. Luitprand hat mindestens 5 Jahre an einem geschäftigen Hof voller Abgesandter und Diplomaten verbracht. Dadurch wird der Diplomatenhöfling, bekommt halt nur mäßig ein paar Boni auf verschiedene Attribute. Und wir sehen auch unser Spielererbe und Sohn Luitprand. Er ist ungeduldig, zynisch und arrogant. Manu, dein Schlagwort. Spaß. Er ist aber auch ein zäher Soldat, ein aufstrebender Schwertmeister. Er ist ein Furtner. Er ist eher einsiedlerisch, aber gilt als kerngesund und ist nun auch ein Diplomatenhöfling, der jede Menge Ansprüche besitzt. Summa summarum ist aber nicht äußerst talentiert, als Erbe von Lothringen zu agieren. Ja. Genau, der Manu, das ist übrigens, wenn ihr hier Crusader Kings verfolgt, ab und zu lade ich auch Videos hoch, eben für das Thema
FIFA 23 Pro Clubs, ne? Wo wir mit 11 gegen 11 versuchen, gegeneinander zu spielen. So könnte man das sagen. Und der Manu ist natürlich unser liebevoller Kapitän. Die Hingabe des Troubadour. Als der Troubadour Verse von Liebe und Begierde darbringt, versuche ich vor dem Rest des Hofes zu verbergen, wie geschmeichelt ich mich fühle. Obwohl sie hinter Metaphern und Allegorien verborgen ist, erkenne ich doch, dass es sich um eine Widmung von Agnes an mich handelt. Okay. Unser Hof, der Hofarzt von Kaiser Gerhard, macht uns den Hof. Ja, wir sind aber nach wie vor auch ein bisschen paranoid. Könnte vielleicht auch eine Falle sein, ne? Aber wir sind auch lüstern. Dann nimmt man alles, was man kriegen kann, ne, würde ich sagen. Ihr wisst, wie ihr euch meine Aufmerksamkeit sichern könnt, Agnes. Wir vernehmen ein bisschen Anspannung. Wir können generell auch mal schauen, ob wir was machen können. Wir könnten ein bescheidenes Festmahl ausrichten. Aber zuallererst werden wir erpresst durch Prinz Wenzel von Lothringen, dem ehemaligen König von Lothringen. Der möchte nun hier etwas von uns bekommen. Er möchte eine Affäre aufdecken. Ja, dann... Ja, das muss man uns einmal überlegen. Wie gehen wir damit um? Lassen wir uns erpressen? Eigentlich nicht, gerade von dem nicht, würde ich sagen. Von einem Kind, nein, auf keinen Fall. Nun gelten wir als, ja, sündig und könnten dadurch sogar gefangen genommen werden durch den Kaiser, gelten nun als Ehebrecher. Siegfried hat durch Geschlechtsverkehr mit einer fremden Person die Heiligkeit des Ehestandes geschmäht. Mein Rivale und Vasall Prinz Wenzel hat offenbart, mit wem ich mich im Geheimen treffe. Die Wahrheit verbreitet sich wie ein Lauffeuer und offenbar wird unsere Leidenschaft doch nicht so gut verborgen, wie wir dachten. Ja, okay, mit Raisenda de Posse, einer wunderschönen Frau, mit der wir doch gerne unsere Zeit verbringen. Wie können sie über mich urteilen? Wir werden Ehebrecher und müssen jetzt auch gucken. Ja, unsere sündigen Taten haben ihren Preis. Wir verlieren hier eine Stufe, eine Ruhmstufe und müssten tatsächlich bei unserem doch recht gehassten Lehnsherr anfragen, ob wir begnadigt werden könnten. Er könnte uns sonst gefangen nehmen. Denke ich. Nicht? Warte mal, nicht? Doch nicht? Gelten wir nicht als sündig dann? Ratsposten verlangen, Thronanspruch, dies, das. Nee. Aber pro Ratsposten, wir sitzen nicht im Rat, obwohl wir einer der mächtigsten Personen im Reich sind. Könnten hier übrigens auch ein Artefakt finanzieren, und zwar... Ein Handwerk. Mhm. Sie will eine Kiste erschaffen. Ist das denn Clara de Dovara, eine gebildete Frau, eine weise Frau, die Gelehrte? Ja, warum nicht? Wir haben das Geld. Dann werden wir doch sowas auch in Auftrag geben und einmal schauen, dass wir an unseren Lehnsherrn Kaiser Gerhard eine Petition richten können, denn keine geringere als: Wir möchten einen Sitz im Rat haben. Ich werde in den Thronsaal von Kaiser Gerhard eskortiert, wo er mir bedeutet, mich ihm zu nähern und anzusprechen. Ich lege meine Fähigkeiten dar, sowohl die bereits unter Beweis gestellten als auch alle anderen, die mich zu einem geeigneten Kandidaten machen, der neue Ratsmarschall zu sein, und erbitte so einen Posten als sein Berater. Ich kann es sicherlich nicht schlechter machen als König Beneda von Böhmen, der übrigens mächtigste Mann in diesem Reiche. Wir möchten ihn jetzt den Ruf streitig machen, okay, könnte interessant werden. Nachdem er der Ansprache gelauscht hat, lächelt er mich freundlich an und sagt: Aber unbedingt, mein Vasall, ich werde gleich meine Leute entsenden, um sich dieser Sache anzunehmen. Okay, obwohl unser Vater, dessen Vater ja auf dem Gewissen hat, scheint er doch uns gegenüber ganz wohlgesonnen sein. Ja, Meinung vom Kaiser über uns, plus 12, und er macht uns zum Ratsmarschall. Was bedeutet das? Wir bekommen mehr Kampfgeschick, zahlen weniger Unterhalt für unsere Armee, bekommen aber auch mehr Armee dadurch und bekommen monatlichen Kriegsführungslebenswandel plus 20%. Das ist eine ganze Menge. Sehen aber trotzdem immer noch als Administrator und weniger als hier in diesem Kriegs... Boni herumstreiten, denn er ist auch eher ein extravaganter Schwindler. Wurde auch in den Kommentaren ein bisschen so eingestuft. Nicht ganz interessant. Untreu. Aha. Sind die Tränen von Judith aufrichtig? Vielleicht ist dies ja alles nur aufgesetzt, um mein Mitleid zu erregen. Ich seufzte genervt, als sich das Gesicht in meinen Hemd vergräbt. Ich weiß, dass ich vielleicht nicht die perfekte Gemahlin bin, aber ich habe Besseres verdient als das hier. Wir beide haben Besseres verdient. Ich flehe euch an. Kommt zu Sinn und verlasst dieses Rindvieh. Es ist nur nicht zu spät. Wir können noch etwas ändern. Okay, unsere Frau möchte, dass wir Resenta de Pussy
verlassen. Sie gilt als unsere Seelengefährte. Sie ist eine, ja, ist eine besondere Beziehung, die für eine tief empfundene romantische Liebe steht. Ah, ja. Sie ist traurig und unsertwegen. Und gilt ja nach wie vor als absolut katholisch, ja. Religiöser Eiferer, demütig und keusch. Ja. Ich kann die Gefühle nicht verleugnen. Wir verlieren Untreue in Bezug auf euch. Mhm. Einen starken Meinungsmali. Sehe ich den? Ach, minus 60, okay. Gar nicht mal schlecht. Ich glaube, hier würde hier die Lüsternheit durchkicken und sagen, nein. Also, oder wir würden sie anlügen. Wir sind ja auch durchaus hinterlistig, das könnten wir durchaus tun. Aber wir würden hier unsere Affäre beenden, deswegen machen wir das andere. Didim. Modellhafte Herrschaft. Meine begünstigte Clara hält mir eine winzige Kiste entgegen, die mit haarfeinen Gravuren versehen ist. Die Vorarbeit für euren jüngsten Auftrag. Ich will nicht, dass sie einfach weggeworfen wird. Wir könnten eine Verwendung für das teure Ding finden. Mein Erzbischof Hartwig wird richtig gehend munter. Wir könnten ein Relikt unserer Tage darin verwahren und es irgendwo vergraben. So ein Andenken an unsere Zeit schaffen, dass die Kinder die Zukunft entdecken können. Okay. Ich werde eine Miniaturporträt meiner selbst darin verstauen. Okay, ja, aber ist jetzt nicht wirklich selbstverliebt. Ich werde ein winziges Gedicht schreiben und es in ihr versiegeln. Oder ich würde sie lieber selbst behalten. Ich werde eine Miniaturschatulle bekommen. Was würde unser Charakter machen? Er gilt als Verführer, eifrige Frohnatur, unnachgiebig, liederlich Mörder, Ehebrecher, Liebesbläschen vernarbt. Sprunghaft. Er entscheidet sich ständig in allem um, was er tut. Ich würde sagen, ich würfe zwischen... Nee, er ist nicht selbstverliebt, würde ich sagen, auch wenn er sprunghaft ist, ich... Servus, hey. Ich würde zwischen der zweiten und dritten Sache würfeln und würfel eine 2. Das heißt, ne, 1, 2, 3, das ist die mittlere Sache und 4, 5, 6 die untere. Und mit einer 2 würfel ich hier das mittlere. Wir werden ein Poet. Nun, mit diesem Alter, 45 Jahren, nach diesem Erfolg, wird er nun zum Poeten gestuft. Siegfried verbringt seine Abende gern damit, seinen Gedanken, Gefühlen und Erfahrungen Versform sinnvoll Ausdruck zu verleihen. Okay, ich werde ein winziges Gedicht schreiben und es hineinlegen. Interessant, das ist ja nochmal eine Wendung. Ja, hi. Schön, dass du dabei bist. Hier im Aufnahmestream. Um das einmal zu spoilern. Inspiration. Jemanden, den es zu beeindrucken gilt. In letzter Zeit haben meine Bemühungen zu beeindrucken zu nichts geführt. Meine Freundschaft zu Herzog Ivo steht noch immer auf wackeligen Füßen. Es ist ein Schlamassel. Genau, Ivo habe ich ganz vergessen, ist der Herzog von Thüringen, mit dem wir befreundet sind, mehr oder minder. Ja, den wollen wir irgendwie beeindrucken. Doch ich habe einen brillanten Einfall. Meine begünstigte Clara wird ihr Meisterwerk mit einer Widmung versehen. Der so Bedachte wird zutiefst von meiner Großzügigkeit und Freigebigkeit berührt sein. Und zwar so sehr, dass er mich einfach mögen muss. Könnten Ivo also auf diese Schatztruhe gravieren lassen und dadurch würde er unser Freund werden oder wir tun es nicht. Wir könnten einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Schön. Ich würde sagen, warum nicht? Wenn wir hier eine Freundschaft aufbauen können, dann tun wir das. Was ist denn hier los? Für Ivo. Ivo ist unser Freund geworden und damit haben wir eine super, super Beziehung. Ja, und für alle die, die hier vielleicht das erste mit dabei sind. Ja, hier, Thüringen, da komme ich her. Ungefähr hier von den drei Gleichen, Baronie der drei Gleichen. Da dürfte Erfurt liegen. Hier liegt Eisenach. Orlamünde, ja, Lotteburg, Käfernburg, Weichlingen, ja, ja, irgendwo hier. Und irgendjemand aus dem Kommentar hat auch geschrieben, liebe Grüße aus Samada. Samadara können kein Auto fahren, möchte ich hier mal kurz anmerken. So. Seid gegrüßt, mein Lehensherr. Wir werden hier eingeladen von Graf Dieter von Neuenburg, ja, dessen Vater Graf Norbert war, der uns zutiefst verabscheut hatte. Er gilt als überaus guter Diplomat, okay, ehrgeizig, gesellig und gierig. Und da werden wir jetzt eingeladen und warum sollten wir nicht einnehmen bei einem Vasallen, zu dem wir sehr positiv eingestimmt sind. Eine herzliche Begrüßung. Alle Gäste versammeln sich in der großen Halle und Graf Dieter begrüßt uns alle zu dem Fest, zu dem wir so großzügig eingeladen worden sind. Mal kurz gucken, das müsste hier unten irgendwo sein, Neuenburg, da. Wer ist denn da? Gimelin, die Gräfin Edeltraut, Graf Dieter, Adela von der Pfalz und ein paar andere
unbedeutende Personen, aber nun gut, die werden wir im Hinterkopf behalten. Ersuchen um finanzielle Mittel. Meine begünstigte Clara besteht darauf, dass die Mittel, die ich ihr zur Verfügung gestellt habe, nicht ausreichen, um ein Artefakt zu erschaffen, das meinem Status würdig ist. Mit nur ein bisschen mehr Gold könnte ich etwas wirklich Großartiges erschaffen. Ja gut, wir haben halt das Gold, dementsprechend plus 15 im Monat. Das ist ziemlich gut. Was auch immer ihr braucht, das könnt ihr durchaus mal investieren, um hier noch ein bisschen mehr Aufsehen zu erregen. So, wie könnte es außerdem weitergehen? Wir könnten einen Hof halten und das werden wir auch einmal machen. Das ist der Hof von Lothringen, noch relativ, ja nicht spektakulär, aber auch nicht sehr einfach. Dementsprechend muss man sich hier weiterentwickeln. Das erste Mal Hof halten. Um ein erfolgreicher Herrscher zu sein, muss ich tatsächlich über verschiedene Zwickmühlen und schwierige Situationen entscheiden, zu denen es in mein Einflussgebiet kommt. Indem ich offiziell all meine Untertanen einlade, in meine Residenz zu kommen und mich um Hilfe zu ersuchen, bleibe ich auf dem Laufenden, kann das Mächtegleichgewicht erhalten und der Welt zeigen, dass ich das Sagen habe. Okay, das werden wir tun und wir bekommen drei Bittsteller. Eine Eröffnung. Auf meinem Thron sitzend gebe ich meinen Wachen ein Zeichen, die Türen des Saals zu eröffnen. Menschen strömen herein, einige stellen sich vor meinen Thron auf, während andere zur Seite treten, um das Geschehen zu beobachten. Nach einigen Augenblicken kommt es sämtliche Bewegung im Saal zum Stillstand und alle Gesichter haben sich erwartungsvoll zu mir gewandt. Vor mir stehen drei Bittsteller in einer geordneten Reihe, die alle darauf warten, dass ich sie aufrufe. Gebt den ersten in der Reihe ein Zeichen. So, diese drei Personen nähern sich. Und wir haben zuallererst Usim Ibn Samir Samirit oder so. Ein 10-Jähriger, der dem islamischen, muslimischen Glauben folgend ist. O gütiger König Siegfried, ich bin Husam. Ich bin weit gereist, um euch um Hilfe zu bitten, ein großes Unrecht zu berichtigen. Der Mann vor mir verbeugt sich tief, bevor er mit seinem gut einstudierten Plädoyer fortfährt. Mein Halbbruder Emir Abdul Qatir sitzt derzeit auf dem Thron von Samarit, doch in Wahrheit stehen diese Ländereien rechtmäßig mir zu. Wenn ihr mir dabei helft, meinen Anspruch durchzusetzen, werde ich euch die Treue schwören und euch bis zum Ende meiner Tage dienen. Okay, interessant. Bekomme ein starkes Druckmittel und beginnen einen Krieg gegen Emir Abdul, wen auch immer. Eine relativ schwache Person, muss man hier kurz rausgehen. Aha, okay. Das ist doch mal interessant. Könnte eine Exklave werden im nordafrikanischen Raum. Okay, ist natürlich weit, weit weg. 781 Männer, aber durchaus besiegbar. Wir sind aber paranoid. Sprunghaft. Ich finde, Sprunghaft könnte hierfür einfach mal reden, dass er sowas mal versucht durchzusetzen, dass er es einfach mal tut. Und ich glaube, wir werden dieser Bitte stattgeben, denn das ist ein leicht zu besiegender Feind. Wir haben einer unserer Herzöge mit der Hohenzollern-Dynastie ist nun mal auch ein Tempelritter. Das passt irgendwie auch, finde ich. Und auch die Hohenzollern konnten zweimal einen Heiligen Krieg entscheidend für sich gewinnen. Dementsprechend, warum nicht? Er wird dann unser Untertan, oder? Wir rekrutieren ihn an den Hof und erhalten ein starkes Druckmittel. Mit dem Kriegsgrundanspruch. Mhm. Bitte geht. Der Emir ist niemand, den ich kränken möchte, oder? Ich kann euch nicht helfen, aber genießt meine Gastfreundschaft. Nee. Ein schöner Tag, um in den Krieg zu ziehen, ja? Er ist kriegslustig. Er beginnt diesen Krieg. So, die nächste Person nähert sich. Graf Dieter von Neuenburg, der uns hier zu einem Fest eben noch eingeladen hatte. Vor dem Hofhalten nimmt mich mein Ratskanzler beiseite. Zu meiner Überraschung fuchtelt er mit einem grellen Umschlagtuch umher. Mein Fürst, es werden so viele an eurem Hof anwesend sein. Ich weiß, es fällt euch schwer, euch jedes Gesicht zu merken oder zu wissen, woher es stammt. Ich schlage eine Lösung vor. Wir verlangen, dass alle bei Hofe Kleidung tragen, die einen für alle erkennbaren örtlichen Stil beinhaltet. Er schiebt mir eine Socke zu. Eine Socke, okay. Für diejenigen, die keine zu ihrer Region gehörigen Gewänder haben, habe ich mir die Freiheit genommen, einen Schneider anzuwerben, der ihnen ein neues traditionelles Gewand vorschlagen wird. Ja, übrigens im Hintergrund die Musik des Krieges. Ich vergesse nie ein Gesicht, ich komme schon klar. Ich bin mir sicher, meine Gäste werden solche Gewänder mit Stolz tragen, oder? Vergesst meine Gäste, lasst ihnen ein exquisites Gewand für mich entwerfen. Das ist natürlich auch eine coole Sache, ne? Ist er eingebildet oder irgendwie sowas? Spricht irgendwas für ihn?
sprunghaft lüstern paranoid. Tja, aber er hat sich jetzt auch zum König von Lothringen ringen können und ist der Anführer einer mächtigen Dynastie. Allgemeiner, okay, Cam und Voice sind zeitversetzt. Das verstehe ich nicht. Aber danke für den Hinweis. Denn bei mir in der Aufnahme ist es tatsächlich synchron. Oder ist das nur so minimal? Das musst du mir einmal sagen. Upstream-Info, ja. Aber danke für den Hinweis. Kann ich gleich mal gucken, wenn ich diese Folge hier beendet habe, ob ich daran etwas ändern kann. Ich beende jetzt erstmal hier diese Geschichte. Und dann sagen wir, ja, warum nicht? Das sind 180 Gold und bekommen selbst ein Gewand. Und unsere, ja, Hofpracht steigt dadurch auch noch weiter an. Wir bekommen einen honigfarbenen Zwickel. Ist jetzt nicht so interessant. Ein exquisites Gewand, das die besten Schneider angefertigt haben, bestellt von König Siegfried, um seinen Hof mit dessen Pracht zu beeindrucken. Naja, ist jetzt nichts Besonderes, um ehrlich zu sein. Lachen erwünscht. Es herrschte ein Augenblick lang Stille, ehe ich merke, dass Bürgermeister Gauthier die Augen verdreht, damit an der Reihe ist, sich an mich zu wenden. Mein Lehnsherr, sagt er und verschafft sich damit etwas kostbare Zeit, um seine Gedanken zu ordnen, bevor er fortfährt. Lächeln und Lachen sind gute Anzeichen für einen lebendigen Hofstaat. Aus diesem Grund möchte ich jemanden vorschlagen, der einen großartigen Hofnarren abgeben würde, um uns zu unterhalten. Mein Lehnsherr, wenn ich dürfte, Graf Humbert, der bis eben noch an der Seite stand, meldet sich zu Wort. Ein Hofner wird der kultivierte Luft dieses Hofes ruinieren und seine Raffinesse durch groben infantilen Humor ersetzen. Ich bin immer für Humor. Übrigens, danke Jay, ne, für die Info. Ich bin immer viel Humor. So, wer ist denn hier? Bürgermeister Gauthier, ein Ritter, der das verlangt. Und Graf Humbert setzt sich dem entgegen. Ist auch ein guter Ritter, ne? Gut. Ich werde diesen von euch vorgeschlagenen Hofnarren einstellen. Heribert. Ein Poet. Ja, bräuchte eigentlich nichts dagegen, ne? Wir könnten Bürgermeister Gauthier zum Hofnarren machen. Wir könnten Graf Humbert zum Hofnarren machen. Wir könnten einen strengen Hof bekommen. Oder vielleicht überlege ich mir bis zu einem späteren Zeitpunkt. Immer noch sprunghaft, paranoid, lüstern. Ist der was? Sprunghaft spricht doch einfach mal dafür, dass wir hier eine, ja, wie soll ich sagen, ausgewürfelte Entscheidung treffen. Ich nehme einen W10 und habe dementsprechend 1 und 2 ist die oberste Entscheidung und so weiter. Ne? Würfel es einmal aus und würfel eine 5. Wenn Graf Humbert nicht gerne lacht, sollten wir ihn selbst zur Lachnummer machen. Das ist natürlich dankenswert, ne? Graf Humbert von Metz wird hier der neue Hofnarr. Schön. Da ist er. Als der letzte Bittsteller den Raum verlässt, folgen ihm verschiedene Höflinge, die wieder ihren Aufgaben nachgehen müssen. Andere bleiben zurück und unterhalten sich über die letzten Verhandlungen. Bald ist die zeremonielle Förmlichkeit gänzlich verflogen und das übliche Treiben des höfischen Lebens nimmt seinen Platz ein. Meine Aufgabe ist hier erledigt. Schön. Genau, die Folge ist noch nicht vorbei, geht noch etwa 3-4 Minuten und dann gucke ich mal, was das ist mit dieser Zeitverzögerung. Aber zuallernächstes wurde ein Kind geboren. Ja, ein gemeinsames Kind mit Resenda de Posse, die hier unten in der Nähe von, was ist das denn für eine Region? Norditalien, ja, von Friul und Verona lebte um Venedig, geboren als Bastard. Ich habe nicht mehr den geringsten Zweifel. Meine Affäre Resenda gebar einen Sohn und wir beide wissen, dass ich der Vater bin. Zum Glück schweigt Resenda, was mich anbelangt, und niemand sonst kennt die Wahrheit. Zumindest in diesem Augenblick. 3 Sekunden? Oha. Okay. Ich guck gleich mal drauf, okay? Gib mir noch 2 Minuten für die Folge. Und dann kann ich ja ins VOD gucken und dann kann ich das sehen, beziehungsweise kurz mal ins Stream reingucken. Zum Glück schweigt Resenda. Okay, wie gehen wir damit um? Möchten wir ihn legitimieren? Ich meine, wir sind bekannt als Ehebrecher. Ein Bastard. Arthau wurde nicht in einer Ehe oder von einer Konkubine geboren und wird sich das ganze Leben mit dem Makel der Unehelichkeit abfinden müssen. Du musst vorsichtig sein oder wir werden es der gesamten Welt offenbaren. Sprunghaft. Denn ich entscheide sich ständig in allen um. Tja, er gilt eh schon als Ehebrecher. Das würfel ich also auch aus. Denn er hat jetzt nicht so viel zu verbergen. Er hat eine 2. Entsprechend behält es erstmal für sich. So, wir müssen unsere Armeen ausheben. Das machen wir. Volles Pakt, 7000 Mann. Und die werden jetzt hier nach Süden marschieren. Mit einem Schiff geht es tatsächlich sogar dorthin. Und ein Verwaltungsvorzug wurde
Ja, gegeben, Ketten der Treue wäre eine Sache, gute Sache, Steuereintreiber. Goldene Pflichten. Ich glaube, ich sehe ihn bei goldene Pflichten. Er ist ein bisschen habgierig geworden auf seine Entwicklung, würde ich sagen. Und ich schaue gleich mal. So, spät auf. An der Wirkungsstätte von Clara spielt Zeit keine Rolle. Wir trinken Met, während wir angeregt das Werk besprechen, das sie für mich schafft, eine Schatulle. Bilde ich mir das nur ein oder herrscht eine gewisse Spannung zwischen uns? Mein Geist schweift ab und ich bemerke auch die kleinste Kleinigkeit an ihrem Körper, die lachenden Lippen. Ich lege meine Hand auf ihre. Ihr fällt ihr Werkzeug aus den bebenden Fingern, als ich sehnsüchtig in die wunderschönen Augen schaue. In ihr finde ich dieselbe verzweifelte Leidenschaft. Sie fällt in meine heiße Umarmung. Kommt her, ihr süßes Ding. Okay. Und ich würde sagen, aufgrund der Kommentare auch, würde ich jetzt hier diese Folge einmal beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, hau rein. Ciao.